Mein Name ist Stefan Türk, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Autosport und Umweltforschung der Deutschen Sporthochschule Köln. Und dieses Institut hat sich zum Ziel gesetzt, sehr intensiv die Auswirkungen von Sport und von Bewegung in Natur und Landschaft auf selbige zu untersuchen. Tatsächlich haben wir eine sehr urbanisierte Gesellschaft auch in Deutschland. Wir haben immer mehr und insbesondere immer mehr junge Menschen, die in die Ballungsräume ziehen, die in den Ballungsräumen bleiben. Und dann ist es aber immer ein großes Problem, abendlich beispielsweise Erholung zu finden. Das heißt, wir brauchen klassischerweise Naherholungsgebiete. Wenn man jetzt aber am Wochenende sich überlegt, okay, ich brauche auch noch mal das geistige und vielleicht dann auch das natürliche Refreshment, dann heißt es, ich könnte doch auch mal in den Nationalpark gehen. Und das ist eben tatsächlich ein Phänomen, was wir deutschlandweit beobachten, vielleicht mittlerweile sogar weltweit beobachten können. Leute gehen raus, um da sich zu erholen und eben Arbeitskraft wieder neu generieren zu können. Wenn man heute mit der Nationalparksgründung in die Eifel kommt, sieht man, es gibt jede Menge Einrichtungen, die sich mit Gästen und Touristen befassen, weil sie diese Menschen vor Ort haben wollen und jetzt auch durch den Nationalpark bekommen haben. Das sind Menschen, die eben auch ökonomisch von ganz großem Interesse sind. Also wir haben im Nationalpark festgestellt durch unsere Erhebungen, dass da gut 30 Millionen Euro brutto umgesetzt werden. Das ist eine enorme Zahl und sie liegt deutlich über den Zahlen, die wir aus den Anfängen des Nationalparks kennen. Das heißt, hier bringt der Nationalparksgast tatsächlich Geld in die Region und die Eifel profitiert davon, insbesondere die Nationalparksgemeinden profitieren davon, denn hinter diesen 30 Millionen Bruttoumsatz steht am Ende eine nutzbare Wertschöpfung von gut 15 Millionen Euro. Und 15 Millionen Euro heißt nach heutigem Wissen gut 600 bis 650 Vollzeitbeschäftigungsäquivalente. Und das ist definitiv ein wirtschaftliches Argument, was da nicht wegzudenken ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähnliche Effekte auch an anderen Standorten zu erzielen sind. Wir haben ja unweit des Nationalparks Eifel im Hunsrück auch einen Nationalpark. Er liegt in einem anderen Bundesland, aber das sind ja auch am Ende nur wenige Kilometer bis dahin. Und die Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Nationalparken hinsichtlich Besucherzahlen, die würde ich als nicht wirklich beachtenswert ansehen. Das zeigen eigentlich die Erfahrungen auch mit benachbarten Nationalparken, die ja auch für die Eifel schon existieren.